Guten Tag, liebe Menschen. Heute ein Vortrag, ein Video zum Thema Der älteste Europäer war ein Banater. In diesem Video möchte ich zwei Themen miteinander zusammenbringen, die normalerweise zurzeit in der deutschen Wissenschaftsberichterstattung nicht zusammengebracht werden. Nämlich erstens das Thema frühe Menschenfunde in Europa. 40.000 Jahre alte Menschenfunde in Europa, die man in den letzten 20 Jahren gemacht hat und die sehr spannend sind, und die Ancient DNA-Forschung, die sich daraus ergeben hat. Das ist das eine Thema. Das zweite Thema ist die Geschichte der Banater Schwaben. Das ist eine deutsche Volksgruppe, die im 17. und 18. Jahrhundert ausgewandert ist, die von Maria Theresia gerufen wurde, und zwar die Donauschwaben, die nach Südeuropa gewandert sind, also die Donau abwärts gefahren sind und dort gesiedelt haben, die Banater Schwaben. Das ist eine sehr interessante Geschichte. Und ausgerechnet im Gebiet dieser Banater Schwaben, dort ist nämlich im Jahr 2002 ein sehr, sehr spannender Frühmenschenfund gemacht worden. Und ich selbst bin auf die Thematik auch erst mehr oder weniger durch Zufall gestoßen, weil ich habe einen Blogartikel geschrieben über die braunhäutigen westeuropäischen Jäger und Sammler, die letzten westeuropäischen Jäger und Sammler vor der Einführung des Ackerbaus. Und da wollte ich noch eine Bebilderung versuchen. Und da gibt es ja den berühmten Cheddar-Man, der ist auch so braunhäutig, aber hat blaue Augen. Und dann muss man immer auf die Bildrechte achten, auf Wikipedia ist der nicht zu finden, also konnte ich den nicht verwenden. Außerdem möchte man ein schönes Bild haben. Und dann bin ich auf eine wahnsinnig tolle Abbildung gestoßen, die hat mich wahnsinnig beeindruckt, also durch die Fremdartigkeit. Ich denke, wo kommt denn das her? Und zwar gibt es eineiige Zwillinge in den Niederlanden, die heißen Adrie und Alfons Kennis. In Arnheim leben die. Und die rekonstruieren Frühmenschen. Und also die machen das unglaublich genial. Das sind richtig echte gute Künstler, muss ich sagen. Und von denen stammte die Rekonstruktion eines 40.000 Jahre alten Mannes, der in der Höhle Pestera Chu Oase in Rumänien gelebt hat. Oder dessen Knochen dort in dieser Höhle gefunden wurden, also der dort in der Nähe gelebt hat oder auch in der Höhle selbst gelebt hat. Und seit 2002 werden dessen Knochen untersucht. Das waren so die ersten Angaben, die ich gefunden habe. Und ich habe jetzt viele, viele Monate lang mich damit nicht mehr weiter beschäftigt. Ich habe einfach nur das Foto eingestellt und habe gesagt, boah, was ist denn das für ein komischer Mensch, der da vor 40.000 Jahren in Europa gelebt hat. Der sieht sehr negroid aus, ja, also eine sehr breite Nase und sehr grobschlächtig insgesamt, also sehr afrikanisch sieht der Mensch aus. Und das sollen die ersten Menschen gewesen sein, die vor 40.000 Jahren in Rumänien gelebt haben. In den Südkarpaten habe ich dann noch erfahren, aber ich habe mich dann nicht weiter mit beschäftigt. Und gut, und jetzt irgendwann, keine Ahnung, weiß ich jetzt gar nicht mehr, wie ich drauf gekommen bin, aber jetzt bin ich dieser ganzen Sache mal genauer nachgegangen. Also erstmal zu diesen zu diesen Rekonstrukteuren. Die machen wirklich ganz geniale Arbeit. Die haben auch, wenn ihr nach dem Ötzi sucht, Bildersuche Ötzi macht, dann findet ihr immer deren Rekonstruktion des Ötzi. Also der Eismumie, die vor 5000 Jahren in den österreichischen Alpen gewohnt hat. Der berühmte Ötzi, werde ich jetzt nicht erklären müssen. Ne? Das war auch ein Mensch der mediterranen, der anatolischen neolithischen Völkergruppe. Das war bevor Mitteleuropa indogermanisiert wurde. Also den Ötzi haben sie rekonstruiert und verschiedene andere, und Neandertaler vor allem, für verschiedene Neandertaler-Museen haben die ganz toll. Und zwar das Gute ist, weiß ich gar nicht, ob ich das jetzt vorlesen kann hier, dass sie wirklich eine gute Art haben zu arbeiten. Also die wollen das lebendig darstellen. Also man findet ja oftmals Rekonstruktionen von solchen alten Homo erectus oder Neandertaler oder sowas. Da findet man, das ist ein bisschen, die sehen ein bisschen steif aus und stehen so ein bisschen komisch rum oder sind total in Action, aber das ist auch wieder unkünstlich. Und dieses Zwillingspaar da aus den Niederlanden, die Adrie und Alfons Kennis, müsst ihr euch mal die Internetseite angucken, die haben wirklich lauter Kunstwerke gemacht, lauter, von lauter frühen Menschen die Kunst, die
Und zwar orientieren sie sich an den eingeborenen Völkern, an den Ureinwohnern in Papua-Neuguinea zum Beispiel oder in Südamerika und versuchen, die so natürlich darzustellen, also unsere Vorfahren oder die früheren Menschen, die hier in Europa gelebt haben, so darzustellen, wie man sie im Leben antreffen würde. Ja, und das gelingt ihnen meiner Meinung nach wahnsinnig gut. Allerdings gibt es auch Kritiken zum Teil aus der Wissenschaft raus, also es stimmen nicht immer alle Details und sowieso kann man sich bei Rekonstruktionen ja immer fragen, stimmt das jetzt wirklich exakt, und da kann man dann viel diskutieren und man wünschte sich, weil das eben sehr, sehr, sehr bildmächtige Rekonstruktionen sind, also man sagt sich wirklich, boah, Wahnsinn, das sind Leute, die hier früher gelebt haben und so weiter, also die wirken auf die Öffentlichkeit sehr stark, auch der Ötzi zum Beispiel, die Rekonstruktion des Ötzi, also wenn man ein Bild vom Ötzi hat, hat man erstmal eine Fotografie von dem Original, aber dann gibt es eben so viele Rekonstruktionen und die weit verbreitetste Rekonstruktion vom Ötzi ist von diesem Zwillingspaar da aus den Niederlanden. Und so gibt es das von mehreren solcher sehr bedeutender Frühmenschenfunde, eben zum Beispiel auch der Cheddar-Man. Es gibt viele Rekonstruktionen, aber die bildmächtigste ist von diesem Zwillingspaar und deswegen würde man sich wünschen, dass man aus wissenschaftlicher Sicht zu jedem dieser Rekonstruktionen eine möglichst gute Einordnung bekommen könnte. Ich habe aber lange recherchiert und habe das nicht so leicht finden können. Und gerade bei diesem Menschen jetzt, der da vor 40.000 Jahren in Rumänien gelebt hat, da habe ich lange gesucht, bis ich da alle Daten zusammen hatte, die ich jetzt hier referieren werde. Und zwar hat es schon, so, und jetzt wird es ein bisschen schwierig mit dem Referieren, weil ich hier die ganzen Sachen zusammentragen muss und mein Tablet nicht so gut funktioniert. Ja. Also zum Beispiel ist in der Süddeutschen Zeitung, ich will mal ein bisschen Literatur nennen, vom 11. Januar 2019, ist ein schöner Artikel erschienen über dieses Zwillingspaar. Adrie und Alfons Kennis sind weltberühmt für ihre realistischen Rekonstruktionen von Vor- und Frühmenschen in Lebensgröße. Ein Werkstattbesuch. Genau. Und da habe ich von dem was zitiert, aber schade, das Zitat habe ich jetzt... Ah ja doch! Zum Beispiel über die Rekonstruktion des Ötzi wird berichtet. Manche Forscher sehen die Rekonstruktionen etwas kritisch. Der Mumienforscher Albert Zink aus Bozen etwa hätte sich bei Ötzi eine stärkere Berücksichtigung der Forschungsergebnisse gewünscht, obwohl die das natürlich machen. Es gibt keinen Hinweis, dass er bereits graue Haare hatte. Auch die Hände sind zu groß und fleischig, sagt er. Wir denken nicht mehr, dass Ötzi ein älterer Herr mit Gesundheitsproblemen war, so wie die da dargestellt ist. Also da sieht man schon, das sind bildmächtige Rekonstruktionen, aber die Wissenschaftler hat natürlich Grund, sich zu wünschen, dass die dann möglichst so dass diese Rekonstruktionen den Wissensstand auch so genau wie möglich wiedergeben, weil sie eben so einflussreich sind. Also ich finde das ein wahnsinnig spannendes Thema und ich habe mir vorgenommen, das auch künftig ein bisschen im Auge zu behalten, was da mit den Rekonstruktionen passiert. Und weil ich nämlich weiß, wie stark diese Rekonstruktion dieses 40.000 Jahre alten Rumänen auf mich gewirkt hat, und die wirkt immer noch unglaublich stark, immer wenn ich drauf gucke, guckt euch mal das an. Ich kann das jetzt nicht hier im Video, weiß ich nicht, keine Ahnung, ich kenne mich mit Bildrechten nicht aus. Das ist ein Ding, das habe ich auf Wikipedia gefunden. Also gut, dann kann ich es ja zeigen. Ja, nützt nicht viel, weil ich habe das hier auf dem Tablet. Hier, nur, dass man mal einen Eindruck hat. Sucht es euch selber im Internet raus. Ne? So, der hier, der sieht auch wahnsinnig afrikanisch aus. Und der soll vor 40.000 Jahren in Rumänien gelebt haben. Also das war die große Frage. Und dann auch, wo ist die Höhle und so weiter. Und wie gesagt, die liegt im Gebiet der Banater Schwaben. Also das ist die Voraussetzung gewesen für diesen Vortrag. Und also, dass die westeuropäischen Jäger und Sammler braunhäutig waren, da hat sich ja auch zum Beispiel der Rustak drüber ein bisschen echauffiert und glaubt das nicht, kann das nicht glauben. Also die sahen eben sehr urtümlich aus, es hat da sehr viel Evolution stattgefunden und ich habe diese ganze Thematik der Eiszeit-Mammutjäger und deren genetische Geschichte bislang auf meinem also in schriftlicher Form schon auf meinem Blog behandelt, aber nicht in Videoform behandelt und das will ich eben jetzt hiermit nachholen. Denn es ist eine sehr tolle Studie schon erschienen von David Reich und vielen anderen, The Genetic History of Ice Age Europe. Und die Ergebnisse dieser Studie, die habe ich mir selbst noch nicht, bislang hatte ich mir bislang noch nicht genügend zur, habe ich mir noch nicht genügend berücksichtigt bei dem, was ich bisher geredet habe, aber es ist so. Und da ist eben jetzt die Hauptforschungsergebnisse über das
über die Eiszeit, über die Menschen der Eiszeit, ist die folgende. Und zwar ab 43 vor der Zeit, ab 43.000 Jahren vor der Zeitrechnung wandern anatomisch moderne Menschen in Europa ein. Das ist also wesentlich später als, sagen wir mal, in Australien, da sind sie schon viel früher hingekommen, und auch Papua-Neuguinea und die Andamaneninseln, da lebten ja die ursprünglichsten Menschengruppen der anatomisch modernen Menschen leben dort, und die werden zu den sogenannten Negritos gezählt. Die Papuaner zum Beispiel, also die haben noch sehr ursprüngliche Gesichts- und Schädelmerkmale, und die ähneln sehr stark den afrikanischen Schädelmerkmalen. So, und jetzt also ab 43.000 vor der Zeitrechnung findet man die ersten anatomisch modernen Menschen in Europa. Auch in Russland und jetzt eben hier in Rumänien hat man 2002 welche gefunden. Und die, jetzt will ich mal, weil ich gerade im Hinterkopf die Fundgeschichte habe, also das waren Höhlenforscher, rumänische Höhlenforscher, und zwar Höhlentaucher. Man kam in diese Höhle, das ist dieses Karstgebirge in den Südkarpaten, komme ich auch noch drauf zu sprechen, da sind sehr viele Höhlen drin, in diesem Karstgebirge, immer schon gewesen, und da sind aber noch viele Höhlen unerforscht, und da ist also wirklich viel zu forschen, und das sind Höhlentaucher gewesen, die klettern also in so eine Höhle rein, dann kommt Wasser, dann fangen die an zu tauchen und gucken, ob sie irgendwo anders aus diesem Wasser wieder rauskommen, und dann finden sie manchmal Höhlen, und so in diesem Fall Höhlen, und da haben sie eine Höhle gefunden, die haben sie dann Knochenhöhle genannt, auf Rumänisch, und diese Höhle war voller, Knochen von Bären, von Höhlenbären, also voller Knochen von Höhlenbären, also so wie das in dem Bericht steht, also die ganze Höhlenboden war bedeckt mit Knochen von diesen Höhlenbären, die da scheinbar gestorben sind oder sonst was. Da würde man auch gerne jetzt noch die genauen Einzelheiten kennen. Ich habe diese ganzen Fundberichte und Forschungsberichte noch nicht so genau gelesen. Wirklich, also man kommt wirklich auf viele spannende Themen dabei. So, und dann haben sie zwischen all diesen Höhlenbärenknochen haben sie einen menschlichen Unterkiefer gefunden, und zwar einen sehr groben menschlichen Unterkiefer. So, und das war natürlich die Sensation für die damalige Zeit. Es ist völlig an mir vorbeigegangen bislang. Und die Forscher in Rumänien haben dann sehr schnell Verbindung aufgenommen mit dem sehr berühmten US-amerikanischen Anthropologen Erik Trinkhaus. Dann wurde eben eine Altersbestimmung dieses Unterkieferknochens gemacht, und er wurde auch anthropologisch bestimmt. Da fanden sie auch noch Backenzähne drin. Und es wurden dann im Folgejahr eine weitere Expedition in diese Höhle hineingemacht. Ich glaube, der Erik Trinkhaus war auch dabei, obwohl ich jetzt nicht weiß, ob der da auch getaucht hat. Und da haben sie noch weitere Schädelknochen gefunden von einem zweiten Individuum. Sehr viele Teile, Einzelteile, die man dann zusammensetzen konnte, sodass man einigermaßen den Kopf rekonstruieren konnte. Das ist an der Universität Zürich passiert. Und die physische Anthropologie, also die einfach nur aufgrund der Knochen sagt, was waren das für Menschen, da, der Erik Trinkhaus vor allem, der ist ein Verfechter der Multi, wie sagt man denn, also dass der Mensch auf mehreren Kontinenten zum Menschen geworden wäre, nicht in Afrika, also der ist ein Gegner der Out-of-Africa-These, aber das ist längst überholt, die These, aber er hat mit diesem Fund da in Rumänien gewissermaßen so ein bisschen noch seine alte Theorie wieder bestätigt finden können, denn man hat bei diesen ersten Banata da in Europa, hat man finden können, dass der Backenzähne hatte, die man sonst bei anatomisch modernen Menschen gar nicht findet. Und auch, ich glaube, der ganze Unterkiefer, und gab es viele Merkmale an den ganzen Knochen, auch sehr viel tief in die Details hineingehend, die man so als normaler Mensch gar nicht kennt, also bei den Ohrmuscheln und so weiter, dem Innenohrknochen und solchen Sachen, also die sind da sehr genau und können da an sehr vielen feinen anatomischen Merkmalen erkennen, gehört das ins Typenspektrum des anatomisch modernen Menschen oder ist das eine Vormenschenart? Und in diesem Fall hat man gesagt, ja, der hat sowohl Merkmale von anatomisch modernen Menschen, die sind meist ein bisschen graziler, wie auch Merkmale von den Neandertalern, also die Backenzähne zum Beispiel waren sehr deutlich Neandertaler.
Und da war der Erik Trinkhaus natürlich ganz begeistert davon, passte in seine Theorie, weil er schon in Portugal und auch in der Tschechoslowakei solche Funde gemacht hat, die sehr stark an den Neandertaler erinnern, obwohl sie die Merkmale von anatomisch modernen Menschen ansonsten aufweisen und auch in Fundzusammenhängen gefunden werden oft, die eher auf anatomisch moderne Menschen hinweisen und auch die Zeitstellung. Ne? Ab 43.000 vor der Zeitrechnung, da ist dann da hat es noch eine Übergangsphase gegeben, wo der Neandertaler in Europa noch gelebt hat und dann ist der ausgestorben. Und ich habe mich auch gewundert, was macht diese Rekonstruktion von ihm? Die ist nämlich angefertigt worden für das Neandertaler Museum in Mettmann. Und die ist gar nicht so alt, die ist erst im Jahr 2017 fertiggestellt worden. Das ist eines der letzten Werke dieses Zwillingspaares. Und das haben sie eben dann gemacht, nachdem diese Knochen auch sequenziert worden waren. Also man hat eben in den Knochen ein kleines Loch reingebohrt und hat dann aus dem Knochenmehl, was man da hat, kann man dann DNA extrahieren. In den meisten, oftmals, nicht immer, aber manchmal gelingt das oder häufiger. Und wenn man das aus dem Innenohr, das Knochenmehl holt, im Innenohr, das ist der härteste Knochen des menschlichen Körpers, dann ist die Wahrscheinlichkeit am größten, dass man gut erhaltene DNA findet. So, dann ist der sequenziert worden und was hat man gefunden? Dieser Mensch hat tatsächlich doppelt so viel DNA von Neandertalern in sich getragen wie wir heutigen Menschen. Also ungefähr 10% Neandertaler-DNA oder 9% Neandertaler-DNA hatte der in sich. So, das haben die physischen Anthropologen auch schon gesehen und das ist also jetzt durch die DNA-Forschung bestätigt. Und das heißt, dass sein Ur-Ur-Opa Neandertaler war. Also einer der Ur-Ur-Ur-Opa-Vorfahren war Neandertaler. Und das ist ja schon sehr interessant. So, und diese erste Menschengruppe, ich hatte ja schon gesagt, die David Reich Forschungsgruppe, die hat dann eine Studie veröffentlicht über die Genetic History of Ice Age Europe und die hat innerhalb der Gesamtfunde von allen frühen ersten Zuwanderern nach Europa ist das ein völliger Ausreißer, dieser da in Rumänien, im Banat, dieser Fund, der hat zu viel Neandertal, genetischen Neandertalanteil, der passt nicht in das übrige Spektrum hinein. Die haben aber festgestellt, ab von 43.000 vor der Zeitrechnung bis 35.000 vor der Zeitrechnung gab es eine Zuwanderung nach Europa, die auch mit archäologischer Kultur verbunden ist. Aurignacien heißt das, glaube ich. Und die sind aber gänzlich ausgestorben. Also wir Menschen heute haben von denen überhaupt keinerlei Gene bekommen. Die sind also die erste Zuwanderungswelle nach Europa ist gänzlich ausgestorben. Und da gibt es natürlich viel Grund zu fragen, warum das so gewesen ist, warum die ausgestorben sind. Jedenfalls die von denen gibt es, also mit denen haben wir gar nichts zu tun. Also auch mit diesem Neandertaler Mischling da in Rumänien, diese ganze Gruppe ist wieder ausgestorben, die damals zugewandert ist. Erst ab 35.000 vor der Zeitrechnung haben sich wieder neue Völker ausgebreitet über ganz Europa und zwar genetisch sehr einheitlich. Nur in Sibirien hat es andere Menschen gegeben, die genetisch anders strukturiert waren, aber auch in Sibirien hatten sie die gleiche Kultur, wie die Kultur, die sich da ausgeweitet hat. Also auch da findet man wieder sehr spannende Fragen, die jetzt zu klären sind von Seiten der Archäologen und der, wie heißen sie, Paläoanthropologen. Und diese Menschengruppe, sind dann die berühmten Eiszeitjäger gewesen, die auch diese berühmte Kunst hervorgebracht haben. Und ich habe mir auch ein bisschen die Kunstwerke angeguckt. Es gibt zum Beispiel in Brünn, in der Tschechoslowakei, also im ehemals deutschen, das ist auch eine deutsche Stadt gewesen, Brünn, da stammt ja der Gregor Mendel her, der deutsche Genetiker, der Begründer der Mendelschen Genetik. Und in dieser Stadt Brünn, da hat man auch viele solcher Kunstwerke aus der Eiszeit gefunden, unter anderem eine Gesichtsdarstellung, eine Menschendarstellung, die sehr negroid aussieht, also wirklich sehr afrikanisch, also mit sehr großer Nase und so. Ja, also sehr, sehr, sehr afrikanisch sieht die aus und es gibt so ein paar Blogartikel, die haben zum Beispiel diesen rumänischen Fund in Bezug gesetzt zu dieser Kunstdarstellung. Also und das ist ja der, traditionellerweise hat man gesagt, das ist der sogenannte Cro-Magnon-Mensch, weil es, glaube ich, in den französischen Alpen gibt es einen Ort, der heißt Cro-Magnon und dort wurden auch Menschen gefunden. Also das ist ein sehr, sehr robuster, anatomisch moderner Menschentyp, der sich da ausgebreitet hat. Und der jetzt, ja,
hat der Negroide Merkmale gehabt, das ist mir alles noch nicht so ganz klar. Diese Rekonstruktion, da denkt man, boah, das sind ja wirklich, wir sind Afrikaner, aber wie gesagt, die sind ja auch alle ausgestorben, ist ja eigentlich auch alles gar nicht so wichtig. Jedenfalls, aber man findet ja auch in der Eiszeitkunst, findet man eben auch diese Fettleibigkeit bei den Frauen dargestellt, eine Fettleibigkeit und so große Brüste und so weiter, die findet man heute eigentlich nur noch in Afrika. Also insofern kann man sich diese ersten Rentierjäger in der Eiszeit in Europa, ich glaube schon, dass es da viel, dass man da vielerlei Verbindungen nach Afrika aufzeigen kann. Genau, und ja, und von denen haben wir einen Anteil Gene, da komme ich gleich, ja. Und diese Gruppe von 35.000 bis, sagen wir mal 10.000, grob gesagt, jetzt aber 12.000 Jahre vor der Zeitrechnung, hat sich die nicht verändert, die ist immer gleich geblieben. Das ist schon mal sehr interessant, also das sind 25.000 Jahre lang hat da ein großes Volk, die Eiszeitjäger, in Europa gelebt und hat sich, da ist auch keine Zuwanderung, hat genetisch keine große Veränderung gegeben. Weder von außen, ja, von innen weiß man jetzt nicht. Da kann immer noch Selektion stattgefunden haben innerhalb des Volkes. Aber jedenfalls so. Und diese Gruppe ist dann auch wieder ersetzt worden. Beim Ende der Eiszeit, hat sich ja der Wald ausgebreitet in Europa. Und schon um 12.000 vor der Zeitrechnung im Zweistromland, also im Oberlauf von Euphrat und Tigris, ist der Mensch ja zum Ackerbau übergegangen. Da haben die sogenannten Natufier gelebt. Und in dieser Zeit hat sich ein genetischer Umbruch in Europa ergeben. Und zwar gab es da die Villa Bruna, jetzt habe ich den Namen gerade nicht, jetzt habe ich hier auch nicht ausgemacht. Da gab es dann eine Kultur, das waren dann eben die westeuropäischen Jäger und Sammler, die dann bis zum Ackerbau dort gelebt haben, genetisch, aber die standen den Natufiern in Anatolien und in der Südtürkei genetisch schon sehr viel näher, als das vorher der Fall war. Also welche Vorgänge dazu geführt haben, dass dann schon sehr viel mehr Homogenität zwischen Europa und, also jetzt nicht, die waren schon genetisch unterschiedlich, aber die waren nicht mehr so weit voneinander entfernt wie zuvor. So, und welche Vorgänge dazu geführt haben, das ist auch wieder eine spannende Frage. Aber von denen stammen jetzt diese westeuropäischen Jäger und Sammler ab, die bis 4000 vor der Zeitrechnung oder noch länger in Europa gelebt haben, zumindest als Reliktgruppen. Und also am Ostseeraum, ja, da findet man die überall noch. Während schon die Bauern zugewandert waren und die sind dann aber wirklich, irgendwann sind sie dann wirklich ganz ausgestorben. Also wir haben aber trotzdem noch 10-20% von denen, deren Gene haben wir noch in uns, aber als Volk sind sie ausgestorben und am längsten haben die gelebt auf den Kanarischen Inseln, möglicherweise, da gibt es so ein paar Hinweise dazu. Das habe ich auch in einem früheren Blogartikel behandelt, weil ich es ganz spannend finde. Das ist also in Europa findet man eine ganz andere genetische Kontinuität oder Diskontinuität als in Ostasien, denn in Ostasien hat man mit den Ulchen, ich weiß nicht, ob ich das im Video schon erzählt habe, hat man ein Volk gefunden, das schon seit 6000 Jahren dort lebt. Das ist ein ganz kleines Fischervolk am Amur und diese Ulchen, stehen den heutigen Koreanern und Chinesen genetisch schon sehr, sehr nahe. Also da hat es nicht so viel genetische Veränderung gegeben wie in Europa. Denn da hat es ein richtiges Replacement gegeben. So, und was wollte ich jetzt sagen? Und das waren eben, die hatten braune Haut und blaue Augen, also so fast wie Inder sahen die aus, von der Haut her gesehen. Und von denen haben wir natürlich recht viel Genetik übernommen. Also das ist das, was wir aus der Zeit der Jäger und Sammler genetisch vor allem in uns drin tragen. Und die Vorgängerpopulation, die da 25.000 Jahre in Europa gelebt hat, das wollte ich sagen. Die hat, also die anatolisch-neolithischen Bauern, von denen wir auch sehr viel Gene drin in uns haben, die haben 44% der Gene der Eiszeitjäger in sich gehabt. Das habe ich mir selbst noch nicht klar gemacht. Also die haben 44% der Gene der Eiszeitjäger in sich gehabt. Also das heißt, und wir haben von den anatolisch-neolithischen Bauern, weiß ich jetzt auch wieder nicht, 10% unserer Gene stimmt von den anatolisch-neolithischen Bauern, also haben wir ungefähr 5% unserer Gene von den Eiszeitjägern. So, naja, also da sieht man jedenfalls, dass da sehr viel Selektion, Vermischung und dann neue Ethnogenese stattgefunden hat.
Die weitere Geschichte habe ich ja schon berichtet. Also, so, und jetzt aber, ja, das war zu dem Aufsatz The Genetic History of Ice Age Europe. Ich glaube, da habe ich die wesentlichen Ergebnisse jetzt referiert, aber das muss man natürlich noch weiter im Auge behalten. Das Thema ist ja längst nicht abgeschlossen, aber es ist schon mal sehr spannend zu sehen. Also erstens, da gab es eine erste Zuwandererwelle, die sind völlig ausgestorben. Die waren nicht erfolgreich in Europa, die haben aber trotzdem, naja, immerhin 8000 Jahre gelebt vielleicht in Europa. Also sie waren erfolgreich, denn 8000 Jahre ist eine lange Zeit. Aber wir haben von denen nichts bekommen. Und dann gab es eine große Bevölkerungsgruppe, von denen haben wir was bekommen. Und die sind aber auch wieder ersetzt worden durch die letzten mesolithischen westeuropäischen Jäger und Sammler ab 10.000 vor der Zeitrechnung. Also mit dem Ende der Eiszeit hat es scheinbar einen großen genetischen Umbruch gegeben, der auch nochmal interessant wäre, sich den genauer anzuschauen. So, das ist jetzt also der Überblick, den ich zunächst geben wollte. Und in diesem Überblick habe ich jetzt auch eingeordnet diesen rumänischen Menschenfund, den man da im Banat gemacht hat. Und der noch 9% Neandertaler DNA in sich hatte. Ja, habe ich jetzt alles zu dem anthropologischen Thema gesagt? Ja, also diese tolle Rekonstruktion ist halt heute im Neandertaler Museum in Mettmann zu besichtigen. Ja, habe ich alles gesagt, was ich sagen wollte? Dann kann ich diese Seite schließen. Und mich jetzt auf das andere Thema mit dem beschäftigen. Dann kann ich hier noch was nachtragen. Ja, das hatte ich auch alles schon gesagt. Genau, so. Naja, und dann hat man jetzt gerade, ich bin also auf das Thema eigentlich deshalb gekommen, es gibt jetzt wieder eine russische Studie, die auf dem Preprint-Server veröffentlicht worden ist, also wo sie die ersten, muss ich sagen, dass diese 25.000 Jahre lange Eiszeitjäger-Völkergruppe auch in Russland entstanden wäre, weil man da die frühesten Funde gefunden hat. Aber das ist jetzt eine Detailfrage, die muss ich jetzt hier nicht unbedingt behandeln. So, und muss ich noch mal gucken, der Älteste. Also es hat eine Zeitschrift gibt es, also eine Zeitung gibt es, einen Autor gibt es, der aus der Sicht der Banater Schwaben diese ganzen Forschungsergebnisse, die ich jetzt referiert habe, auch im Auge behält. Und zwar ist das der Autor, wo ist er denn? Werner Krem, da gibt es die Allgemeine Deutsche Zeitung, die scheinbar in Rumänien erscheint. Und es gibt auch eine Siebenbürgen-Deutsche Zeitung. Also dort wird auch über diese Menschenfunde berichtet, weil ich ein bisschen schockiert war, weil ich dachte, was denn berichtet denn überhaupt niemand darüber, dass diese Höhle im Gebiet der Banater Schwaben gelegen hat. Aber tatsächlich, die Banater Schwaben behalten das im Auge und auch das Dorf, was gleich in der Nähe liegt von dieser Höhle, 6 Fußkilometer, also das ist so ein Wald, das sind die Karpaten und die Landschaft ist sehr, sehr hügelig, so wie hier auch in Mitteleuropa. Und von Wald bedeckt, aber auch sehr, das war früher Urwald, das war sehr urtümliches Gebiet. Und dort gibt es ein Dorf, das heißt Steierdorf. Steierdorf haben das die Deutschen genannt, die Banater Schwaben. Und da haben 7000 Menschen gelebt, leben heute immer noch. Also, aber ursprünglich waren das 7000 deutsche Bauern, die dort gesiedelt haben. Und das heißt auf Rumänisch Anina, dieser Ort. So. Und der ist ja jetzt, hat er. Ja, eigentlich Weltbekanntheit eigentlich erlangt dadurch, dass da so bedeutende Neandertalerfunde oder so bedeutende, also dass da dort die ersten Europäer, anatomisch modernen Menschen gefunden wurden in Europa. So, und das ist aber sonst in der Wissenschaftsberichterstattung nirgendwo referiert worden, dass das Banat ist, das eigentlich uns Deutschen einiges sagen sollte, weil dort viele Deutsche viele hundert Jahre gelebt haben. So. Deshalb jetzt nochmal zu diesem Thema. Der Gebirgszug der Banaten, der Karpaten, ne? Die Karpaten sind ja ein Gebirgszug. Die Nordkarpaten findet man in Südpolen. Da entspringt ja auch die Weichsel zum Beispiel. Und dann zieht sich dieser Gebirgszug von Polen bis runter nach Rumänien, ins heutige Rumänien. Also macht so eine große Kurve
Und die Südkarpaten ziehen sich dann wieder nach Westen. Und das war mir bisher gar nicht klar, dass sehr weit im Westen noch die Karpaten gibt. Also das ist dann 60 Kilometer nördlich der Donau, dort, wo dieser Menschenfund gemacht wurde. Und das sind die Südkarpaten, das sind die Banater, das Banatergebirge. Ja, also das ist der, und innerhalb dieses Bogens gibt es, ist ja Siebenbürgen gelegen, und dort haben die Siebenbürger Sachsen gelebt, 800 Jahre lang in Rumänien, rund um Kronstadt und so weiter. Das ist aber jetzt auch nicht Thema dieses Videos. So, das so. Gut, und dort hat man eben jetzt diesen Menschenfund gemacht. Und wer waren jetzt aber die Banater Schwaben, die in Steierdorf und sonst im Banat lebten? Und darüber will ich jetzt, habe ich eine halbe Stunde geredet, das soll jetzt auch nochmal Thema sein, weil da meiner Meinung nach, soweit ich das jetzt der Öffentlichkeitsarbeit entnehme, selten darüber geredet wird, denn das ist ja auch ein Teil der deutschen Geschichte, der deutschen Kulturgeschichte, die ein abruptes Ende gefunden hat, erstens durch den Zweiten Weltkrieg, wo die Banater Schwaben unglaublich schweres Schicksal gehabt haben, und dann in den letzten 40 Jahren sind die alle ausgesiedelt. Alle ausgesiedelt sind, alle haben alle ihre Heimat verlassen. Also es sind nämlich, die meisten sind trotz der Ereignisse des Zweiten Weltkrieges und danach, haben die da weitergelebt, aber die hatten auf die Dauer keine Lust, da weiterzuleben, weil die Verhältnisse einfach sehr, weil die sehr, sehr stark diskriminiert wurden, ja, und sehr stark, weil die wirtschaftlich dann nicht keinen Boden unter die Füße gekriegt haben, weil die zwangskollektiviert worden waren. Also die Banater Schwaben haben ein schweres Schicksal hinter sich, und ich will jetzt hier nur einige wenige Angaben dazu machen, dass man mal einen ersten Zugang zu dem Thema hat, denn auch für mich ist das Thema, habe ich mich noch nie damit beschäftigt, aber das, man hat, ist ja offensichtlich hier, wenn da sogar so ein berühmter Menschenfund gemacht wurde, gibt es doch viel Grund, sich mal mit diesen Banater Schwaben zu beschäftigen. Also, ich habe jetzt mal so ein paar Sachen von Wikipedia mir hier zusammengestellt. Das sind meistens wörtliche Zitate von Wikipedia, von dem Wikipedia-Artikel zu Banater Schwaben, die ich einfach so zusammengestellt habe. So, und da, das lese ich mal kurz vor, zwischen 1692 und 1786 siedelten sich um die 150.000 Menschen in der Region um das ehemalige Temeschwar an. Also Temeschwar ist so die regionale Hauptstadt, heute auch noch, des Banats. Die Mehrheit der Siedler kamen aus Franken, aus Bayern, aus Österreich, aus dem Elsass, aus Lothringen, aus Luxemburg, aus Baden und der Rheinpfalz. Also nicht aus Schwaben. Die heißen zwar Banater Schwaben, man weiß auch, wird auch viel darüber nachgedacht, warum die eigentlich Schwaben heißen, aber jedenfalls aus Schwaben gerade kamen sie nicht. Aber es waren eben Franken vor allem, ne? Franken und so weiter. Franken und Alemannen aus Elsass und so weiter. So, und die, das waren meistens nachgeborene Kinder von den Bauern in Franken und so weiter, die eben keinen eigenen Hof erben konnten und die sich dann eben entschlossen haben zur Auswanderung. Damals hat es noch Kinderreichtum gegeben, überall dort, wo ich jetzt gerade von geredet habe. Die sieht so viel Kinderreichtum, dass der Platz da nicht reichte. Und ich finde, das einfach psychologisch ist das wahnsinnig, sich mal daran zu erinnern, diese Kinderarmut, diese Leerheit, diese Schwierigkeit, Kinder zu haben, das ist wirklich was sehr Modernes, das ist unsere Zeit, das ist nicht das, was die europäische Geschichte im Wesentlichen geprägt hat. Die hatten immer Kinder, das war das Einfachste, was sie. Also das war wirklich nicht so schwierig, sehr viele Kinder zu haben, wenn man einen großen Bauernhof hat und da putzt er die Kinder in die Wiege. So war das damals. So, die Siedler wurden in der Ansiedlungszeit verpflichtet, im Falle eines osmanischen Angriffs zur Waffe zu greifen. Also das war ja alles nach den Türkenkriegen, ne? Dann ist ja, da ist ja Wien von den Türken belagert worden, die europäischen Kämpfer haben Wien befreit und dann wurden die Türken wieder zurückgetrieben und dann war da lange Zeit Militärgrenze, weil die Türken immer wieder Vorstöße gemacht haben, und um diese Militärgrenze zu sichern, hat man die Deutschen gerufen. Ne? Wehrbauern nannte man das auch. Also die waren einerseits, sollten die das Land urbar machen und auf die Höhe bringen und andererseits im Verteidigungsfall zur Waffe greifen. Und da gibt es ja viele, da ist ja viel draus gemacht worden, so ideologisch, gerade auch im Dritten Reich, das will ich jetzt gar nicht so hervorheben, aber es ist natürlich auch schön, warum denn nicht? Ja, also da sind eben Menschen, wehrhafte Menschen eingewandert dort unten. Und es geht aus allem hervor, dass
Rumänien, also nachdem die Banater Schwaben in den letzten Jahrzehnten abgewandert sind, da ist eine ganz starke Wirtschaftskraft, ist da Rumänien verloren gegangen. Und man hört ja heute immer wieder, wie schwer es die rumänische Wirtschaft hat. Ja. Naja, da habe ich mich jetzt nicht viel mit beschäftigt, aber das hat man im Hinterkopf, dass das nicht von selber geht, da die wirtschaftliche Entwicklung. Vieles jedenfalls nicht. Na gut. Und da haben die Deutschen sehr viel zu beigetragen damals. Also die Ansiedler fanden das Banat als nahezu menschenleere, von Wäldern durchzogene Sumpflandschaft vor. Genau, das sieht man auch auf den Landschaftsfotos. Also das war richtiger Urwald, der da gerodet werden musste. Und ich habe über Rodungssiedler ja auch schon berichtet. Die gab es auch in Wolhynien in Polen. Das sind harte Leute gewesen, das steht auch hier so. Seuchen, darunter die Pest, Fieberkrankheiten und Hunger, begleiteten die Ankömmlinge in den ersten Jahren. Doch innerhalb von 2 bis 3 Generationen gelang die Rekultivierung des Landstrichs. Rekultivierung heißt ja, das war schon mal kultiviert, wahrscheinlich durch die Türkenkriege entvölkert worden. Ein enormer Kraftakt, der von vielen Rückschlägen wie Kriege, Seuchen, Hunger und zahlreichen einhergehenden Opfern begleitet war. Der Spruch, den ersten der Tod, den zweiten die Not, den dritten das Brot, hat sich unter den Banater Schwaben zur Charakterisierung der Aufbauleistung überliefert. Ja, das war den Menschen früher, da sieht man es ja, ne? Das war denen noch bewusst, worauf, was, und, was die Vorväter geleistet haben, damit es den nachkommenden Generationen so gut geht. Uns geht es heute gut und wir hatten alle solche Vorfahren, alle. Ja, irgendwann mal in der Geschichte, ja, auch im Mittelalter wurde gerodet und diese Vorfahren hatten wir alle. Der gewonnene Ackerboden aus Schwarzerde, Schwarzerde ist der beste Ackerboden, den es in Europa gibt. In der Ukraine ist Schwarzerde und früher war ganz Mitteleuropa, also auch hier, also die Mittelgebirgsregion war Schwarzerde, und weil das aber schon, hieß schon, so lange Ackerbau betrieben wird, ist das heute nur noch Braunerde. Also die ist schon sehr, sehr geschwächter Boden, nicht mehr so fruchtbar, wie früher die Schwarzerde war. Aber dort hat man also Schwarzerde gewonnen. Und dieser erwies sich als äußerst fruchtbar und begründete den relativen Wohlstand der Banater Schwaben im 19. Jahrhundert. Ja, das waren wohlhabende Bauern dann meistens. Der Landstrich galt als Kornkammer Österreich-Ungarns. Das gehörte zum Österreich-Ungarn, das muss auch nochmal nebenbei erwähnt werden. Das ist also einem meines Erachtens sehr, sehr bedeutenden, ebenfalls sehr, sehr bedeutenden deutschen Staatswesen, nämlich in Südosteuropa. Und viele, viele sagen, haben viele Historiker und sonst historisch Denkende haben mit viel Berechtigung die Frage gestellt, ob das so gut war, Österreich-Ungarn überhaupt zu zerschlagen. Weil man ja sieht, die ganzen Völker auf dem Balkan bekriegen sich untereinander. Kommen wirtschaftlich schwer auf die Höhe und letztlich sind sie ja Teil Europas, sollen sie ja Teil Europas sein, und das waren sie sowieso schon in der österreich-ungarischen Monarchie. Also man hat da etwas zerschlagen, um es danach wieder aufzubauen, aber schlechter aufzubauen, als es mal war. Also die deutsche Verwaltung in Österreich-Ungarn hat gute Arbeit geleistet und das sagen wohl, ich habe mich jetzt mit dem Thema nicht so gründlich beschäftigt, das machen Österreicher mehr als im Moment das hier in Berlin macht, aber das sagen wohl auch viele einheimische Rumänen und Serben und Kroaten, dass es nicht gut war, die ganzen Deutschen zur Aussiedlung zu drängen oder überhaupt die österreich-ungarische Monarchie zu zerschlagen. Da hat man wahrscheinlich sehr bewusst den Nationalismus der europäischen Völker in Osteuropa aufgestachelt, einfach um was Schlechtes hervorzubringen und nicht was Gutes. Na gut, obwohl die Deutschen das anerkannt haben, ne, die Selbstständigkeitsbestrebung und also das Selbstbestimmungsrecht der Völker haben die Deutschen anerkannt und sie waren auch willig sozusagen mit den Rumänen und mit den anderen Völkern in selbst gegründeten neuen Staaten nach dem Ersten Weltkrieg zusammenzuleben. Sie waren willig und wollten beim Aufbau der Staaten beitragen. Es war auch in Polen zum Teil so, dass die Deutschen eigentlich sehr willig waren, sich den neuen Verhältnissen zu fügen. Sie wussten, das ist jetzt nicht mehr so schön wie früher unter deutscher Oberherrschaft, aber sie waren aufbauwillig, sie wollten mitarbeiten. Ja, alle, die nicht mitarbeiten wollten, sind schon sehr schnell weggegangen, gerade was in Westpreußen jetzt betrifft. Aber die anderen, die zäher am Boden geklebt haben sozusagen, oder die meistens die Bauern und so weiter, die auch denen man die Existenzgrundlage nicht so leicht streitig machen konnte,
die haben auch im polnischen Heer gedient. Auch hier die Banater Schwaben, die waren in der rumänischen Armee, die haben immer dem jeweiligen Staat gedient und das haben sie zuverlässig gemacht. Also sie haben nicht einfach, sie haben jetzt, sie waren kein subversives Element, das wurde ihnen ja auch vorgeworfen. Also was da alles passiert ist, sind alles nur Andeutungen, die ich jetzt hier gerade geben kann. So, in Temeschwar, die Festung Temeschwar wurde zur blühenden Stadt und zum kulturellen Zentrum der Banater Schwaben. In Temeschwar bildete sich neben einem deutschen Bürgertum als Oberschicht auch ein auf Baustellen oder in Fabriken arbeitendes deutsches Proletariat, also sogar eine Arbeiterschicht hat es gegeben. Im Rumänien der Zwischenkriegszeit waren Banater Schwaben wesentlich an den Exporten landwirtschaftlicher Güter beteiligt. So belief sich der Anteil der banat-schwäbischen Landwirtschaft an der Landesausfuhr von Schweinefleisch im Jahr 1940 auf 51% während des Zweiten Weltkrieges. Ja, also sag mal, die waren eine starke Wirtschaftskraft in Rumänien. Die sieben Bürgendeutschen, das waren ja noch eine größere Volksgruppe, die waren in den Südostkarpaten, ne, hatte ich schon gesagt, da waren war Kronstadt. Und Siebenbürgen, das war ja noch eine viel größere Volksgruppe, viel stärker von der Wirtschaftskraft her und von der kulturellen Leistung. Und im Westen waren halt die Banater Schwaben, die waren ein bisschen kleinere Volksgruppe, aber die haben viel geleistet für Rumänien. Ja, sagen wir es mal so, die haben viel geleistet für Rumänien. Und der rumänische Staat hat es ihm nach dem Zweiten Weltkrieg in keiner Weise gedankt. Ja. Ich weiß nicht, wie heute sich der rumänische Staat dazu stellt. In Ungarn, so viel ich mitbekommen habe, der ungarische Staat hat sich ja gegenüber der deutschen Volksgruppe entschuldigt inzwischen für das, was der ungarische Staat, ich will jetzt nicht sagen die Ungarn, aber der ungarische Staat unter kommunistischer Oberherrschaft, was der den Deutschen angetan hat, der deutschen Minderheit in Ungarn. Ja, davon weiß ich jetzt nichts, wie das in Rumänien ist. Gut, gehen wir mal vom Besten aus. So, ich wollte noch sagen, ich habe jetzt von den Banater Schwaben, mit Temeschwar habe ich mich noch nicht beschäftigt, aber ich habe neulich ein Buch in die Hand bekommen, von Heinrich Zillig. Und das war ein sehr wesentlicher Autor, ein Schriftsteller, ein Dichter, der aus den Siebenbürgendeutschen hervorgegangen ist. Und der hat Erzählungen veröffentlicht, die sind sehr, sehr, sehr anrührend und sehr, sehr, da kriegt man einen sehr, sehr guten Eindruck, wie die Siebenbürgendeutschen gelebt haben. Sehr wohlhabend. Also der stammte aus dem Bürgertum, aus dem Großbürgertum der Stadt, ich glaube Kronstadt war das. Und die hatten große Güter und die haben dort die Rumänen beschäftigt. Aber die Rumänen, das war immer schon vor dem Ersten Weltkrieg, wurden zum Beispiel manchmal deutsche Bauernhöfe überfallen, und also im russischen Teil Rumäniens. Und dort wurde die ganze Familie ermordet und solche Sachen. Also das ist eine ganz andere, ganz eigenartige Stimmung gewesen, die in diesen Volksgruppen herrschte, als wir das hier so im sicheren Mitteleuropa so bis heute erlebt haben, aber heute breitet sich ja auch schon wieder andere Stimmung aus. Na gut, aber das sollte eben auch daran erinnern, also mit sowas haben Deutsche immer schon irgendwie, sind damit zurechtgekommen. Also der Heinrich Zillig zum Beispiel da rum in Siebenbürgen, der hat das als Kind erlebt, wie da plötzlich Erzählungen gab, dass jenseits der Grenze, also im russischen Teil Rumäniens, dass da die Deutschen ermordet worden sind. Und das war für ihn eine ganz unwirkliche Sache, denn er selbst hat, und die Rumänen, die dort gelebt haben, auf dem Hof seiner Eltern, die waren alle total freundlich und nett. Aber auch er hat dann später feststellen müssen, dass es da Unterschiede gab zwischen denen. Ne? Die einen sind auch später noch in Krisenzeiten, waren sich den Deutschen gegenüber hilfsbereit und andere eben weniger. So, und so weiter und so weiter. Ein Riesenthema ist das alles. So, jetzt kommt es dann zur Geschichte, also die Banater Schwaben haben im rumänischen Teil des Banats, es gibt dann auch noch einen jugoslawischen Teil des Banats auf der anderen Seite der Donau, das ist der kleinere Teil des Banats, mit dem habe ich mich jetzt gar nicht beschäftigt, aber im rumänischen Teil des Banats hat es 1930 237.000 Deutsche gegeben. 237.000, das kann man sich mal, boah, das ist eine ganze Menge, das sind eine ganze Menge Menschen. Ne? Und von diesen 237.000 Deutschen sind schon 60.000 Deutsche im Jahr 1948 weg gewesen. Also ein großer Anteil, ich weiß nicht, ein Viertel oder was. Ja? Und zwar, als die Deutschen... Ja, ich habe noch vergessen zu sagen, dann haben auch 63.000 Rumäniendeutsche, also nicht nur des Banats, sondern auch Siebenbürgens,
haben bei der Waffen-SS mitgekämpft im Zweiten Weltkrieg. Die haben sich zum größten Teil sogar freiwillig gemeldet und hatten da auch viel Grund dafür, weil sie ja aber auf Wikipedia wird das auch ein bisschen so dargestellt, dass das jetzt nicht das Allerschlimmste war, dass sie sich freiwillig zur Waffen-SS gemeldet haben. Aber sie haben natürlich auch deshalb, weil Waffen-SS ja nach dem Zweiten Weltkrieg so kriminalisiert wurde, hatten sie auch deshalb wieder doppeltes Leid zu tragen, ja, obwohl sie am wenigsten... Naja, also das ist eben alles ein bisschen eine ganz eigene Thematik da unten, diese ganzen Volksgruppen. Und und dann sind eben 60.000 deutsche Banater Schwaben schon weg. Die sind entweder deportiert worden, die sind mit den deutschen Wehrmacht ins Reich transportiert worden, 1944 schon. Ja, so wie in Südtirol und sowas. Also da gab es ja ganz viele Umsiedlungen von diesen Volksgruppen, weil man sie in Sicherheit bringen wollte. Aber scheinbar haben sie nicht sehr viele mitgenommen, denn im Jahr 1948 gab es noch 171.000 Deutsche im rumänischen Teil des Banats. So. Und von denen sind auch sehr viele in die Sowjetunion deportiert worden zur Zwangsarbeit. Also was die alles erlebt haben. Ja. Ah ja, hier 33.000 Banater Arbeitsfähige im arbeitsfähigen Alter, also keine alten Menschen. Und da sind nur die alten Menschen und die Kinder zurückgeblieben. Und da sind ganz, ganz viele schlimme Schicksale passiert. Die sind zur Zwangsarbeit in die Sowjetunion deportiert worden. Vor allem im Bergbau wurden sie eingesetzt, weil das auch im Banat eine Rolle gespielt hat. Und von denen sind 5.000 Banater nicht zurückgekehrt. Die sind also dort verdorben und gestorben, verhungert meistens und an Krankheiten gestorben. Aber auch in den folgenden Jahrzehnten sollte sich die Lage für die Banater Schwaben nicht nachhaltig verbessern. Das wird auf Wikipedia sehr ausführlich dargestellt, wie die wirtschaftliche Lage war. Also dann gab es die Zwangskollektivierung, die ganzen Bauern mussten ihr Land, sie wurden von ihren Höfen vertrieben und so weiter. Also die konnten einfach nicht Fuß fassen und die hatten auch in den ganzen letzten Jahrzehnten einfach keine Lust mehr in Rumänien zu bleiben, weil ihre Arbeit nicht anerkannt war, weil das eine große Misswirtschaft in Rumänien war und so weiter. Also es hat sich eine große Stimmung ausgebreitet bei den Banater Schwaben, dass sie aussiedeln wollten, alle Aussiedler. Das sind ja die berühmten Aussiedler, die heute auch schon wieder fast in Vergessenheit geraten sind. Und dann sind zwischen 1950 und 1999 sind 112.000 Banater nach Deutschland umgesiedelt. Das ist also einschließlich des jugoslawischen Teils des Banats. 112.000 Banater, also die sind praktisch alle weg. Die wollten irgendwann alle nur noch weg. Und deshalb sind die ganzen Dörfer dort, die früher von Deutschen besiedelt wurden, ebenso Steierdorf, eben heute gibt es nur noch ganz wenige Deutsche dort. Und die sind... Ich weiß eben oftmals, ich habe da mal Filme gesehen, oftmals können die auch kein Deutsch mehr. Also die wissen zwar, dass sie von Deutschen abstammen, aber die können nur noch Rumänisch und können höchstens gebrochen Deutsch, machen aber oft deutschen Volkstanz. Das findet man auch sehr oft, findet man zum Beispiel auch in Schlesien und findet man, ja, da gibt es auch eine Facebook-Seite von den Steierdorfern heute, sowohl von denen, die heute in Deutschland leben, wie auch von denen, die noch in Steierdorf leben. Ganz, ganz komische Verhältnisse und irgendwie auch anrührende Verhältnisse. Auf der Facebook-Gruppe habe ich jetzt nur schnell reingeguckt, in Steierdorf, da gibt es eine schöne Trachtengruppe, die machen Volkstanz dort, aber das ist alles auf Rumänisch. Naja, ja, alles sehr merkwürdige Umstände, die da passiert sind. Also, im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg ist es zu der sogenannten Flucht gekommen. Das ist jetzt von eine Dorfchronik von Steierdorf, habe ich hier mir ein Zitat rausgesucht. Die man auch im Internet, gibt es eine Internetseite steierdorf.de, wo so die ganzen Steierdorfer ihre Erinnerungen aufgeschrieben haben. Da könnte man sich auch nochmal genauer einlesen. Im Zusammenhang mit dem Zweiten Weltkrieg ist es zu der sogenannten Flucht gekommen. Mit dem Rückzug der Wehrmacht wurde auch ein Teil der deutschen Bevölkerung mit Güterzügen in Sicherheit gebracht. Sie wurden als Flüchtlinge verteilt im Sudetenland, in Franken, in Ostbayern. Einige sind nach dem Krieg auch dort geblieben. Die anderen sind freiwillig zurückgekehrt. Oder... So die in Sudetenland mussten der entsprechenden Aufforderung folgen. Also im Sudetenland mussten der entsprechenden Aufforderung folgen. Also sie wurden vertrieben auch dort. Die in Steierdorf Anina Verbliebenen hatten zum Teil ein weitaus schlimmeres Los. Einige wurden nach Russland verschleppt. Das heißt, sie wurden in einer Nacht- und Nebelaktion in die damalige Sowjetunion gebracht und hauptsächlich im Bergbau eingesetzt. Viele sind nicht mehr zurückgekehrt. Die Traumatik beider Vorgänge ist durch Zeitzeugen in der Banater Berglanddeutschen Zeitung belegt. Schließlich hat in den 70er Jahren die wohl unumkehrbare Auswanderung in die Bundesrepublik begonnen.
Bei der Volkszählung vom 7. Januar 1992 bekannten sie noch immer 1400 Personen zum Deutschtum in Anina und in Steierdorf. Also es sind sogar zwei, ach, sehe ich, es sind zwei Ortsteile. Also 579 in Anina und 853 in Steierdorf. Ja, genau, dann habe ich das Wesentliche gesagt. Und dann im Jahr 2002, als die Deutschen schon kaum noch, als da keine Deutschen mehr vor Ort lebten, da hat man eben 6 Kilometer im Süden von Steierdorf in diesen Höhlen, in diesen vielen Höhlen, die es dort gibt, hat man dann eben diesen spektakulären Menschenfund gemacht. Ja, wer noch nicht weiß, wo er Urlaub macht, ich glaube, das ist ein schönes Urlaubsziel, das Banat überhaupt. Da gibt es Wanderwege, das kann man wandern und man kann sich Höhlen anschauen, gibt es viele Höhlen zu besichtigen dort. Also es ist ein sehr interessantes, sehr schönes Thema. Ja. Ja, ich kann noch was zu diesem Menschenfund sagen, hier habe ich noch ein paar Zitate. Im Jahr 2015 ist dann eben erst nachgewiesen worden, konnte der sequenziert werden. Und zwar von Svante Paavo in Leipzig, vom Max-Planck-Institut in Leipzig. Und da ist dann berichtet worden in der Pressemitteilung des Max-Planck-Instituts, es ist ein fantastischer Glücksfall, eine Person zu finden, die so nah mit einem Neandertaler verwandt war, kommentiert Svante Paavo. Ich konnte es kaum glauben, als wir die Ergebnisse zum ersten Mal gesehen haben. Dies zeigt, dass moderne Menschen sich nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa mit Neandertalern vermischt haben. Das war bislang nämlich auch meine Kenntnis, also dass das vor 100.000 Jahren, dass es da eine Vermischung zwischen anatomisch modernen Menschen und Neandertalern im Nahen Osten gegeben hat. Und von denen, von dieser Vermischung haben wir unseren Neandertaler-Teil heute. Denn die Neandertaler, die sich da vermischt haben, die sind ja, von denen haben wir ja nichts gekriegt. Also deshalb stammt unsere Vermischung von der Zeit aus 100.000 Jahren, aber auch später noch haben wir sich mit Neandertalern vermischt. Nur haben die eben, dann sind die irgendwann ausgestorben. So. Dies zeigt, dass moderne Menschen sich nicht nur im Nahen Osten, sondern auch in Europa mit Neandertalern vermischt haben, sagt Erstautorin Qiaomai Fu, also eine chinesische Humangenetikerin von der Chinesischen Akademie der Wissenschaften. Denn bisher ging man davon aus, dass unser Neandertaler-Erbe auf Vermischungen beider Menschenarten vor rund 50.000 bis 60.000 Jahren im Nahen Osten zurückging. Na, hatte ich ja schon gesagt, also 50.000, 60.000 Jahre, ich dachte eher 100.000, na gut. Die DNA-Analysen enthüllten auch, dass der Mensch aus der Oase-Höhle, also aus Rumänien, offenbar keine direkten Nachkommen unter den heutigen Europäern hat. Es kann sein, dass ein Teil einer frühen Migration nach Europa war, die eng mit den Neandertalern interagierten, schließlich aber ausstarben, erklärt Co-Autor David Reich von der Harvard Medical School. Genau. Und dann hat das Neandertaler Museum in Mettmann eben 2017 diese wahnsinnig eindrucksvolle Rekonstruktion anfertigen lassen von diesem Zwillingspaar da in den Niederlanden, von Adri und Alfons Kennis. Als der Schädel 2002 in der Höhle in Rumänien entdeckt wurde, so steht es jetzt in der Pressemitteilung des Neandertaler Museums, ahnten die Forscher schon bei der ersten Untersuchung, dass er etwas Besonderes ist. Sie stellten typische Merkmale von Homo sapiens fest, wie einen grazilen Hirnschädel, aber auch Merkmale von Neandertalern, wie ein großes Gesicht und massive Zähne. Sie wollten es genau wissen und untersuchten mehr als 10 Jahre später auch die DNA. Sie lieferte den Beweis, der junge Mann hatte einen Anteil von 9% Neandertaler-Genen, deutlich mehr als die bis zu 4%, die alle anderen Europäer in sich tragen. So, die, ja. Ja, und dann gibt es hier noch einen Bericht von RP Online, zur gleichen Zeit erschienen, um dem Schädelfragment ein Gesicht zu geben, sprachen die Kennis-Brüder mit erfahrenen Pathologen und nutzten forensische Verfahren für die Rekonstruktion. Keines der Vorbilder heutiger asiatischer, afrikanischer oder kaukasischer Skelette mochte so recht passen. Also sie konnten sich keine Vorbilder nehmen. Das ist eine ganz eigene Sache, was da dieser. Deswegen wirkte der auch auf mich so urtypisch, ja, weil das eben eine total merkwürdige Kombination ist, einerseits Neandertaler, andererseits eben sehr ursprünglicher, anatomisch moderner Mensch. Keines mochte rechts passen. Ein großer Mund und eine flache Nase konnten der Kieferpartie praktisch nachgezeichnet werden. Über die Struktur der Haare und die Farbe der Haut wurde nur anhand von Wahrscheinlichkeiten spekuliert. Aber das halte ich für sehr wahrscheinlich, dass wenn auch die nachfolgenden Völker alle noch braune Haut hatten, wird das auch der gehabt haben. Gut,
So, das wollte ich, da wollte ich mal ein paar Anregungen geben, was man heute alles so weiß über die Evolution des Menschen und dass das gerade in Banat, dass da gerade in der ehemaligen Heimat der Banater Schwaben ein so bedeutender Menschenfund gemacht wurde. Und damit alles Gute. Tschüss.